Es wird Tag. Es wird Tag. Und ich muss niesen. Nein. Gesundheit. Oh ja. Tönt sich mal niesen an, oder sind, was? Wir sind halt ernsthaft die ganze Zeit falsch gewesen. Nur mal so zur Info. Oh nee. Och Mann. Tarox über Bord. Was? Oh, wo ist Tarox er denn? Tarox über Bord. Wie halte ich daran fest? Tyrox, kurze Frage. Stinkst du, dass du ins Wasser springen musst? Oh. Na, hier, Tyrox, ich warte, komm ran hier. An Bord, du Landratte. Nee. Hm. Wir können dir keinen Bauplan mitbringen. Ach, und da unten gibt's Bolzen für eine Armbrust. Nur mal so zur Info, Tyrox. Die habe ich schon. Es gibt mehr. Und zwei Baurezepte. Warte. Baust du dir jetzt ein eigenes Floß? Bau dir am besten das ganz, ganz große. Das Hausboot, das mache ich gerade. Nein, das andere. Mit diesem Ausguck. Das ist übelst geil. Du hast drei Boote zur Auswahl. Ja, kleines Floß, Hausboot und dann noch ein großes Floß. Ja, bau mal das große Floß. Das ist richtig geil. Ja, gut. Das mache ich. Warum? Mach einfach, du wirst schon sehen, wie das abgeht im Wasser, ey. Das glaubst du doch nicht. Das ist schneller als das Billigboot, was wir hier haben. Also, wollen wir den Bauplan? Brauche ich was zu essen. Oh, ich habe auch eine. Ja, nee, das war noch von vorhin. Ich dachte, du hast jetzt wegen dem Boot geguckt. Nee. Ja, das große Floß, das geht richtig ab, ey. Ja, Leute, dann kommt der. Nee, wir warten hier auf dich. Ich habe jetzt keinen Bock zurückzurudern. Als ob! Ich würde jetzt gerne im Bauplan. Ey, wenn ihr mitmachen würdet, dann wäre es so schneller. Ja, aber. Ja, wir sind jetzt schon ein ganzes Stück vorausgerudert und. Ich suche halt. Und deswegen wartet ihr auf mich. Ja, ich guck ja bloß, wo. Dings hier ist. Dieses verkackte Wasserteil. Ja, ich guck mal selbst noch. Alter, ich muss mir erstmal ein Lagerfeuer bauen, das geht ja gar nicht hier. Ich hab Hunger. Warte mal, die Container kommen da hinten, Melvin, oder? Da sind sie. Ja. Wo ist der Eingang zu dieser Einhöhle, den ich dir mal geschickt habe per Bild? Der müsste auch dort oben sein. Den hast du mir privat geschickt, oder? Ja. Das müsste demnach hier dann sein. Scheiße, Leute, hier sind, Bau schneller! Wie denn? Kommt doch einfach hierher! Geht also, nicht! Wie denn? Es geht nicht, Ike. Tyrox, ganz ehrlich, wir sind Kilometer weit weg von dir schon. Aber wirklich. Mach jetzt hin und bau schneller! Hier ist es. Ich hab's. Echt? Alles. Gut. Okay. Wo ist der Eingang? Unter Wasser. Ja, den Baumstamm. Ja, das ist die einzige Höhle, die du hier im Ozean findest. Sonst habe ich keine andere gefunden. Na denn? Das ist die Höhle, wo du bei Gronkh in den Videos dann das Luftloch auf immer hattest.
Wo sie einfach sonst nichts gefallen sind, beziehungsweise auf dem Boden und einen Fallschaden gekriegt haben. Darauf erstmal eine Himbeere. Alles klar. Oh. So, eigentlich wäre echt. Nein, ihr seid ja schon leider. Wir sind leider weg. Schon in der Höhle. Also muss jetzt mal ganz schnell alleine zu Ende bauen. Wild. Was ist da? Was ist da eigentlich? Baurezepte. Dass du neue Sachen bauen kannst. Zum Beispiel? Eine Gleitmaschine, mit der du in der Luft gleiten kannst. Ein Turm. Ein Sarg, ein Kreuz, eine Kirche, glaube. Die Gleitmaschine. Die Gleitmaschine und der Tower. Genau. Und du kriegst halt diverse Bolzen. Yes. Geil. Und das brauchst du, um das Spiel einfach durchzuspielen. Weil so kannst du den Eingeborenen die Religion beibringen. Was für eine Religion? Wenn dann die mit den Kreuzen auf dem Körper gepinselt ankommen, würdest du dir wünschen, du hättest dir eine Religion beigebracht. Das hört sich so dämlich an, wenn ich das sage. Also jetzt gibt's nur den Gleiter und den Turm. Ja, denn ich weiß nicht, wo es den Rest gibt. Gab's da nicht noch etwas? Ja, das Kreuz, das Sarg, den Sarg, die Kirche und noch irgendwas gab's. Und dann gab's ja erst die nächsten Rezepte, wenn du das Spiel durchgespielt hast, das Auto und so. Wie viel Holz fehlt denn dir jetzt noch, Tyrox? Ich hab den halben Holz abgewaldet. Ja, dann hör doch mal auf abzuroden, sondern hier bau doch endlich mal. Außerdem sind hier mega viele. Dann sollen sie dir helfen, die Arschgeigen. Nein. Wir machen das nicht. Sollen das machen? Die werden dafür bezahlt. Mit Drösche und Schläge und Tritte. Aik. Ich hab mich nur richtig umgedreht. Ach so. Dass du auch von der Seite hoch kannst. Es gibt ja nur die eine Seite, von der man eigentlich aufs Boot könnte. Ja, was machen wir jetzt? Lassen wir das Boot hier, damit die anderen das finden später und schwimmen einfach jetzt rüber an den Strand. Warte, ich versuche. Bleib mal so stehen. Ich versuche gerade mal was. So. Bringt nichts. Naja, es sei denn, du baust die jetzt nicht. Dann könnte man das so lassen. Warum bringt dir nichts? Nee, hättest du die jetzt gebaut, hätte ich die nicht gebracht, weil die. Wir haben noch in dem Dorf, wo wir das Dynamit immer holen, haben wir auch eine Fackel stehen und die sieht man einfach nicht. Das ist. Es sei denn, dann lass es so, wie es jetzt ist. Kommt irgendwas gerade? Na egal. Zur Not, wir wissen ja jetzt, wo es ist. Ja. Falls du Hunger hast, auf dem Feuer ist schwarzes Fleisch. Wow. Ich hab schon gegessen. Also ich bin mir nicht sicher, wie viel ich jetzt davon schon gekillt habe, weißt du? Wir sind schon auf dem Weg, mein Junge. Also wir können dir jetzt helfen. Danke. Das Boot zu bauen. Hui.
Ich komme. Oh, Alkohol. Ball! Ich schieße dir jetzt mit dem Ball ab. Bälle sind OP. Melvin? Ja. Dieser Platz, erste Folge oder zweite Folge, wo wir die ganze Zeit Kannibalen klatschen. Ja. Das Barbecue-Essen. Das war halt einfach hier an der Stelle. Da ist sogar noch unser... hier haben wir ja gebautes Boot, stimmt. Tyrox, so, Tyrox. Ich bring dir sogar ein kleines Geschenk mit. Hä? Da ist der Dude. Tyrox, gucke mal. Hier, ein wunderschönes Geschenk für dich. Hier, ein Stein. Weißt du, ich bin dir wenigstens ein Bein. Ja, ein Stein. Ja, nimm. Weißt du, irgendwo kullert hier ein Ball rum und du gibst ihm einfach bloß einen Stein. Ja, kann man auch gut werfen. So, ihr sammelt das Holz auf einem Haufen, ja, und ich bringe das dann jedes Mal weg. Tyrox? Okay. Tyrox. Oh, das muss ich rausschneiden. Das kommt so eklig rüber. Nee. Ja, warum fährst du nicht noch weiter weg? Oh, Dude! Wie lange soll man hier hin und her rennen? Das weiß ich. Da fehlen noch ein paar Stöcke, die gehe ich holen. Aber erst einmal... Komm mal mit, Harald. Irgendwo war hier Feuer. Oh, Dame. Fehlt da noch Holz? Ja, ne? Ja. Immer diese Kannibalen, die ihre Beine so richtig komisch am Feuer haben, so... Was so zucken. Darauf stehst du doch. Hm. Auf zuckende Beine? Ja. Das ist nicht so meine Art. Auf was stehst du dann, Melvin? Auf andere Sachen, die zucken? Ja. Also. Das wird jetzt eine Outing-Folge, würde ich wohl sagen. Bitte nicht. Wer weiß, wer die Folge alles guckt? Ja, jeder. Deine Eltern? Nee. Die kennen deinen Kanal nicht. Dann zeig ihn denen doch mal. Nein. Was heißt denn hier nein? Das hört sich ja so richtig schlimm an. Nein, also... Nein, also ich gehe extra dahin. Hier hinten liegt auch noch Holz rum. Und ein Toter. Lauf doch nicht fest. Na doch. Warum fällt? Egal. Ja, wir brauchen auch noch ein paar Stöcke dann. Um die kümmere ich mich. Die Arbeit ist wenigstens leicht. Also ich kann hier doch. Warum kann ich hier nicht aufnehmen? Versucht mich hier gerade ernsthaft einer mit einem Baum zu erschlagen? Ich kann hier nicht auf. Doch. Alter. Schade, hat nicht funktioniert. Das hast du mit Absicht gemacht. Das ist Tyrox, der macht alles mit Absicht. Komm her, du Schlampe, los. Willst du nicht baden, hä? Warum willst du nicht baden, hä? Sieht auch so aus, als würde ich nicht baden. Das Thema sprechen wir jetzt nicht an. Aber alle wissen gleich, worum es geht. Nee, komm, ich nehme die jetzt mit. Die hat es nicht verdient. Alter! Schmeiß sie aufs Feuer.
Ey, noch ein Stand, du. Wow! So, Tyrox. Und dann, wir haben es markiert, wo du hin musst. Vielen Dank. Da hinten, wo der Hammer ist. Wie weit ist es? Ist es weg? Nicht weit. Ahoi, Matrose. Die Frage ist nur. Ach, man kann's. Es gibt zwei Ruder. Oh, muss das sein? Geh mal weg, Dorne, Melvin. Ja, ja. Na los, Tyrox. Ne. Was denn? Was ist doch? Ich weiß noch nicht mal, wie man so einen Teil steuert. Mit der Maustaste. Maustaste, Melvin. Komm. Melvin. Hä? Lass ihn das, der soll alleine fahren. Okay. Mich verarscht. Oh Gott. Ey, ganz ehrlich, das Ding nehmen wir mit. Damit lassen wir das nächste Mal jemand anderen fahren. Ja. Komm, ich, Warte mal. Den bekommst du nicht gefahren. Nee. Ich kann nicht mehr. Oh Gott. Aber ich kann nicht. Aber es ist einfach nur episch gewesen. Bleib doch jetzt mal stehen. Boah, ich muss wieder niesen. Scheiße, nein. Doch, nee. Ja, Melvin, jetzt mach! Komm in Gange! Andere Seite! Hä? Fest rückwärts! Ja, wieder, was denn, wo denn? Du, auf deine Seite, du musst jetzt auf deine Seite. Wisst ihr, was jetzt ja, okay, hier dreh oben. Erstmal. Ach, lass mich doch mal hoch. Wisst ihr, was jetzt hier oben richtig episch kommt? Eine Sitzbank. Jetzt nach vorne. Guter du, so. Ihr müsst beide gleichzeitig die rechte Maus, die linke Maustaste. Ja, Dann fahrt ihr auch vorwärts. So, erst Tyrox, Melvin nichts machen. Tyrox. Und jetzt beide. Los, links, rechts, links, rechts. Tyrox. Links, rechts. Tyrox. Los, Klaue. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Tyrox, wir müssen noch ein bisschen. Mach. Das ist jetzt die Rache, weil wir so verarscht haben.